Erstmal den erst seit langem mal wieder mit einem Video. Das ist jetzt das versprochene YCS Philadelphia Recap. Hat wegen den Vorkommnissen in Philadelphia länger gedauert. Ich habe seitdem eigentlich so gut wie nichts mit Yu-Gi-Oh! Gemacht. Ich war Head Judge in der Schweizer Meisterschaft, das war's. Das war auch der Grund, warum ich nicht bei der DM war, gegen vieler Gerüchte, da muss ich auch mal kurz nochmal Klarheit schaffen. Ich meine, ich dachte, ich hätte das vor dem Vorfeld angekündigt, aber ich war nicht auf der deutschen Meisterschaft, weil ich eben zeitgleich bei der Schweizer Meisterschaft Head Judge war und ja, habe meine Prioritäten da diesmal anders gesetzt. Das ist, glaube ich, die erste deutsche Meisterschaft seit 2007, die ich verpasst habe, aber wirklich bereut habe ich es nicht, war ein cooles Wochenende, läuft. Ja, nichtsdestotrotz, heute geht es um die YCS Philadelphia vor circa 3 Wochen. In Amerika bin ich hingeflogen, Mittwoch angekommen, total chillig, einzige nicht so chillig war die Grenzkontrolle. Einreisebehörde hat mich erstmal gefragt, was ich schon wieder in den USA mache. Ich meine, ja, wie, schon wieder? Ja, sie waren ja vor kurzem schon mal da, weiß jetzt Long Beach, wisst ihr ja Bescheid. Und was mein Ziel der Reise ist, ich meine, ja, Karten spielen, Freunde besuchen, chillen, Party, Urlaub. Ja, ob ich dann irgendwie arbeiten gehe oder so, ich meine, nee, ich bin Student, wie ich mir das finanzieren kann, bla bla bla, also habe ich gut ausgefragt. Im Endeffekt musste ich zur Gepäckkontrolle, die haben mein komplettes Gepäck auseinandergenommen, meine Karten durchleuchtet, meine Tinboxen durchleuchtet, haben gefragt, ob ich irgendwelchen Sprengstoff dabei habe, bla bla bla. Also nicht nur das übliche Standardgeschwalle von USA-Grenzkontrolle, sondern extrem harte Maßnahmen diesmal. Fand ich recht amüsant, hat mich eine halbe Stunde gekostet und ein müdes Lächeln, aber ja. Gut, dann bin ich am Mittwoch im Hotel angekommen, gleich mit den anderen getroffen, noch am Flughafen. Mit René Wüstrach und Simon Ho und Felix Kepler. Letzteren kennt ihr wahrscheinlich nicht. René ist auch erst später gekommen, habe ich gerade ein bisschen versprochen. Egal, auf jeden Fall waren wir dann im Hotel, haben gechillt, haben uns was zu essen geholt, ein bisschen Philadelphia ausgekundschaftet. Donnerstag auch noch ein bisschen gechillt, Freitag Voranmeldung lief top. Samstag Turnier, ich habe Dark World gespielt, lief auch top. Ich bin Samstag zu 2 gegangen. Ja, zu 2. Da habe ich einmal gegen Dragon verloren, weil ich keine Monster gezogen habe beim Dark World. Das ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, wie ich wirklich in diesem Dark World konstant gegen Dragons verlieren kann. Und dann habe ich gegen Wind-Up Loop verloren. Das war so ein richtig schlechter Spieler, richtig schlechter Wind-Up Loop. Das war so ein Deck mit 3 Instant Fusion und das kann dann loopen und sonst gar nichts. Ich habe halt keine Max C Main oder Side gespielt und auch keine Wailer. Das heißt, er hat den Würfelwurf gewonnen, erstes Spiel. Angefangen geloopt, zweites Spiel habe ich angefangen, gezogen, Skill Rating Set gewonnen, drittes Spiel hat er wieder angefangen, mich geloopt. Schade, kann man nichts dagegen tun. Außer eben Max C-Seiten, die ich jetzt auch im Moment im aktuellen Bild drin habe. Ja, dann habe ich gegen Wind-Up eben 1 kassiert, gegen Dragon 1 kassiert, zu 2 gegangen. Tag 2 habe ich alles gewonnen, bin Top 32 gekommen, Top 32 habe ich gegen Insektor gewonnen, der Spieler war meiner Meinung nach auch richtig schlecht, war ein lockeres 2-0 in 5 Minuten. Top 16 habe ich gegen einen Dragon-Spieler gespielt. Der wurde erstmal, nachdem wir beide Deckcheck bekommen hatten, vom Tisch weggeholt von den Judges und stand eine gute halbe Stunde unter Investigation. Kam dann aber wieder und die Judges haben gesagt, ja, es gab eine markierte Karte in seinem Deck und sie haben sich aber dagegen entschlossen, ihn zu disqualifizieren. Dann hat er den Wiff-Wurf gewonnen, fängt an mit Future Fusion, lange Rede, kurzer Sinn, gibt mir auch Ticker. Bevor ich was machen kann, zweites Spiel fange ich an, hab schnell mein Feld aufgebaut, ihn gut kontrolliert und locker gewonnen. Drittes Spiel fängt er wieder an mit Future Fusion. Also zweites Spiel hat er übrigens auch Future Fusion gehabt, aber da hatte ich dann eine Antwort auf die Future Fusion. Drittes Spiel fängt er wieder an, fängt wieder mit Future Fusion an und gibt mir mit DRD ziemlich schnell ein OTK. Somit bin ich in Top 16 rausgeflogen, wegen dreimal Future Fusion Starthand. Und es kann natürlich sein, dass diese Future Fusion die markierte Karte war, man weiß es nicht so genau. Ärgerlich, aber Top 16 ist immer besser als nichts. Dann bin ich aus den Top 16 Sonntagmittag, wow, das schätze ich so um 3 raus, drüber zur Side Event Area. Hab gedacht, jetzt spiele ich noch eins von den Battle Pack Turnieren, weil ich noch kein Battle Pack aufgemacht hatte und die ja gerade in die Wochenende rausgekommen waren in Amerika. Dann melde ich mich da an, hole mir meine 10 Battle Packs, hopp mich dahin, fange die an aufzumachen und ziehe Gemini Pearl, glaube ich, und sonst Dummel. Und dann schreibe ich halt so meine Deckliste und will die Karten wegpacken. Zack, Rucksack weg. Ich dachte, ich spinne. Mein Rucksack steht immer direkt neben meinem linken oder rechten Bein unterm Tisch und normalerweise habe ich auch immer das Bein noch durch die eine Schlaufe durch, sodass es nicht passieren kann. Hatte ich diesmal anscheinend nicht. Unachtsam gewesen, vielleicht für 10 Sekunden oder so. Auf jeden Fall, mein Rucksack war weg. Alles drin. Alle Ordner, alle Deckboxen, alle Tinboxen, mein iPad, neu gekauftes iPhone, alles weg. Ja,
bin ich erstmal in Panik mit sämtlichen Kollegen, die ich hatte, durch die Halle gerannt und habe alle durchsucht. Leider zu spät, der Typ hatte die Halle bestimmt schon verlassen, sonst hätten wir es gefunden. Ja, dann habe ich Anzeige erstattet, bla bla bla. Aber der Tag war natürlich gelaufen. 15.000 Euro waren das ungefähr, die da drin waren, an Karten und Elektronikwert. Mein Reisepass war auch drin, das war recht ärgerlich. Ja, und dann war erstmal das Wochenende im Arsch. Dann sind wir irgendwie zurück ins Hotel und gechillt. Ich bin dann auch am Montag noch direkt mit Simon nach New York gefahren, weil ich erstens sowieso nach New York wollte und zweitens noch zur Botschaft musste. Und ich nach New York. Und bin in Chinatown runtergekommen mit Simon. Das war recht cool, weil Simon ja halber Chinese ist, halber Engländer. Oder das ist auch ganz nicht Chinese, aber wohnt in England. Vollkommen egal, auf jeden Fall kann er Chinesisch. Und dann ist es ganz cool, wenn man einen Einheimischen dabei hat in Chinatown. Wir haben sehr gutes Zeug gegessen. Haben Chinatown mal von einer ganz anderen Seite erlebt. Ich meine, ich war ja schon mal da und da war das ganz anders, als wenn man mit jemandem da ist, der sich da auch ein bisschen mehr Kultur auskennt und die Sprache spricht. Und deswegen war es echt richtig geil, noch in New York in Chinatown. Ich meine, ich saß dann ewig lang auf der Botschaft und habe versucht, irgendwie das mit meinem Reisepass zu klären, weil ich ohne den ja nicht ausreisen durfte. Dann hatte ich in gewisser Weise Glück, dass mich dann aus Philadelphia die Polizei angerufen hat, von wegen mein Rucksack wurde gefunden in der Mülltonne, komplett leer, aber der Reisepass war noch drin. Bin ich wieder zurück nach Philadelphia gefahren, habe meinen Reisepass geholt. Zum Flughafen, hat meinen Flug natürlich schon verpasst gehabt. Ich habe mir für 340 Dollar einen vergleichsweise günstigen Rückflug nochmal geholt, aber es sind dann nochmal 340 Dollar minus gewesen. Und bin dann mit so eigentlich so gut wie keinen Karten und so gut wie keinem Geld mehr in Deutschland wieder angekommen. Hatte dafür eine richtig coole, interessante, aufregende Woche. Wäre natürlich Bombe gewesen, wenn mein Zeug nicht weg wäre. So stehe ich jetzt vor einem kleinen Problem. Ich besitze kaum noch spielbare Karten, kaum noch gute, kaum teure Karten. Ich habe halt noch massenweise Müllholos zu Hause. Die werde ich mal rumsortieren, wenn ich wieder in München bin. Ich bin, wie ihr seht, immer noch nicht in München. Nicht in meinem gewohnten Hintergrund hier. Wie ihr seht, das ist meine Freiburger Wohnung. Bei meiner Mom noch. Und, tja, jetzt steht die EM an und ich habe keine Karten für ein Deck. Und, jo, muss mal gucken, wie ich das mache. Prinzipiell, es hat schon mal ein Kollege von mir sowas gestartet, so ein Spendenaufruf. Ich meine, ich möchte jetzt nicht betteln oder sowas. Das liegt mir gar nicht, aber es steht natürlich jedem frei, wenn er meint, er möchte mich unterstützen. Ich freue mich über jede Karte, die mir geschickt wird, weil ich, wie gesagt, im Moment kaum Karten habe und ich fahre zur EM. Ich habe das Hotel gebucht, ich fahre da mit dem Auto hin. Und ihr werdet mich da auch wieder sehen. Kommt gerne mal her, sagt Hallo. Hat mich in Leipzig übrigens sehr gefreut, damals auf der YSS Leipzig, dass ganz viele von YouTube, die ich noch gar nicht persönlich kannte, einfach mal gekommen sind und gesagt: Hey, ich kenne dich von YouTube. Und fand ich echt cool. Also wenn ihr in meiner seid, kommt ruhig mal vorbei. Und ja, ich werde versuchen, mir wahrscheinlich irgendwas Billiges zusammenzubasteln. Irgendwie Insektor, Dark World. Krass, was heißt gerade billig? Also ich meine, ich werde mir irgendwas zusammenbasteln, ich werde was Kreatives bauen oder ein billiges Deck bauen, je nachdem, wie mir die Zeit und die Karten reichen. Aber wie gesagt, wenn mir jemand was spenden will oder so, schreibt mir eine PN. Dann gebe ich euch die Adresse, freue ich mich sehr drüber, kriegt auch einen Shoutout von mir im nächsten Video auf jeden Fall. Und ja, ansonsten habt ihr jetzt endlich mal ein bisschen Klarheit, Recap von der YSS Philadelphia. Ich hoffe, ich habe ein paar Gerüchten aufgeräumt, von wegen, ich war nicht auf der DM, weil ich keine Lust hatte, was weiß ich. Ich höre auf mit Yu-Gi-Oh! Ich höre definitiv nicht auf mit Yu-Gi-Oh! Ich habe zu viel Spaß in dem Spiel. Ich werde auch irgendwann mal im Laufe der Zeit wieder Karten haben. Muss ich halt wieder ein bisschen Geld investieren oder irgendwas gewinnen, dass ich was gewinne. Irgendwie klappt das schon. Ja. Ich bleibe euch erhalten. Abonniert mich weiter. Liked meine Videos. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Nur wenn ihr die Sache, dass meine Karten geklaut wurden, nicht gut findet, dann gebt dem Video keinen Daumen runter. Das hilft mir nicht. Ja, und ansonsten. Schreibt mir immer einfach prinzipiell Kommentare oder Nachrichten, was für Videos ihr von mir sehen wollt. Das war jetzt die letzten 3 Wochen ein bisschen Pause, aber das lag auch daran, dass ich nicht zu Hause war und dass ich mich erstmal von Philadelphia erholen wollte und dass ich ganz ehrlich ein bisschen down war. Aber jetzt bin ich wieder frischen Mutes und jetzt geht's wieder los. Also, erstmal in die S, das war's für mich, ich bin draußen.